schöner Tag, wir grüßen dich. Wir sind Freunde, du und ich. Lasst uns tanzen, fröhlich sein. Guten Morgen, groß und klein. Prost, Leute! Also, Fred alleine unterwegs in der Türkei, Stefan ist Rewe, bewacht meine Wohnung. Ihr werdet jetzt sehen, wo sind wir heute im Flugzeug, damit die höchste Bierbewertung aller Zeiten. Ich denke, wir werden uns über 9000 Meter Höhe befinden. Und ich muss sagen, die Polizei, dein Freund und Helfer, hat diesmal diese Bewertung erst möglich gemacht. Kommissar Panda, seht ihr hier? Ja, wir sind jetzt gerade, Entschuldigung, Obermeister Panda, nicht gleich angeben, hat uns seine Powerbank gegeben, und damit meinen wir nicht die Whisky Cola, die hier steht, um diese Videoaufnahme möglich zu machen. Und was gibt es Besseres in der Türkei zu füllen als Efes? Efes ist der Inbegriff für Bier in der Türkei oder für einen Vertrauensdöner in deiner Ecke. Efes, wie viele Punkte kann man geben fürs Design? Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag werde ich ein anderes Detail des Bieres bewerten, heute Design auf dieser Höhe. Unglaublich ist, dass es wirklich für jeden Vollidioten klar gemacht wurde, hey, du solltest 18 sein, du solltest nicht schwanger sein und schmerzen und du solltest dabei kein Auto fahren. Nicht jedem ist das klar, weil so wie wir heute gelernt haben, ist auch tatsächlich im Bier Alkohol drin und nicht nur im Schnaps. Was sollte man dazu noch sagen? Ihr seht die wunderschönen, feinen Linien, als wäre der blaue Spider-Man über die Dose vorher drüber gehuscht. Finde ich, ist ein total geiles Design. Und für die ländlichen Fahrzeuge, wo die Dosen aus dem Ort transportiert werden, ist hier noch eine Spezialfolie mit Nippel und Lasche, wofür es einfach mal noch 0,5 Punkte gibt. Weil sauber, hier kann schon drei Ratten drüber gelaufen sein und trotzdem kann ich es aus der Dose trinken. Macht für mich ein Dosendesign. Eine Dose kann nie 3 Punkte kriegen, aber 2,5 Punkte für Effels Pilsen aus der Dose, 1969, das erste Mal gebraut. Also, wenn das nicht die Wiedergeburt der 69er ist, wissen wir es auch nicht. Und alle anderen Folgen jeden Tag ein neues Detail von mir. Bis dahin. Ja. Morgen ist 10:30 in Deutschland, reist 10:30 in der Türkei, in wunderschönen Siede, in Akarnius. Akarnius Siede, das ist ein Hotel. 5 Sterne rund um die Uhr saufen. Aber das hat mich nicht interessiert, weil mir geht's um Efes. Heute Part 2. Farbe. Und ciao. Also ich muss mal wirklich sagen, vom Fass her in diesem Glas. Wunderschön. Also sah damals im Flugzeug nicht so gut aus, da sieht man mal, was die Höhenmeter da ausgemacht haben. Also 2,5 Punkte geben wir mit dazu. Ja, Schaum ist schon wieder fast wieder weg, muss man wirklich sagen. Und der war frisch gezapft. Da gibt es noch einen Punkt dazu. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. In diesem Sinne noch ein bisschen geile Beats und ein Rundumblick, wie wir es mit hätten. Thank you.
Ja, jetzt bin ich bereit, einen Effels nach dem Geruch zu bewerben. Nach dem Nebenhöhen sinnfrei, der Effekt war ultimativ lustig knackig. Das ist die türkische Art eines Absinths mit Raki, Gin und Wodka. Ist das richtig, Kamerafrau? Rum. Und Rum. Okay. Jetzt riechen wir am Effel. Riecht nach Wasser. Nochmal. Also im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorher hatte, um die Nase nebenhin zu machen, ist relativ dünn. Und daher gibt es einen Punkt. Und mal sehen, was ich mir morgen Lustiges für einen Anflug einfallen lasse. Nur mal ein kurzer Zwischencut. Also ich muss ja sagen, ich schäme mich für alle Deutschen, die hier sind. Früher waren wir noch dafür bekannt, die Poolwiegen zu besetzen. Jetzt bin ich hier der Einzige, der halb elf Bier trinkt. Erdogan, was hast du nur in der Türkei gemacht? Fische haben zum Feuer erzählt, da gibt's ein Land, in dem die Liebe regiert. Komm mit mir nach Papaya, dort wo am Horizont die Sterne scheinen, möchte ich mit dir das für große Tau fließt überall, sowohl von links als auch nach rechts. So kommen die Dinge ins Leben und nichts wird zurückgewiesen. Es lebt und nährt alle Dinge, aber kommandiert sie nicht. Ist das Werk vollbracht, erhebt es keinen Anspruch auf sie. Antrunk. Einen Punkt für Dürre Plärren. So. Nachdem ich jetzt die Weisheit des Sens in mir trage und erfahren habe, dass man Wissen nicht durch Worte vermitteln kann, sondern Gefühle erfahren werden müssen, ist eigentlich die komplette Sein unseres Bierkanals trotz seiner größten Errungenschaften fast unwichtig, fast lächerlich, fast als wäre er nur zum Spaß. Diese Erkenntnis sehe ich dennoch in einer Aufgabe, euch zum richtigen Weg oder zum richtigen Bier zu führen. Ich möchte nun zunächst, wir lassen die Essenz erstmal beiseite, mit dem Mundgefühl weitermachen. Und Erfahrung ist nicht nur Sprache, sondern auch Sehen. Daher nur vorsichtig, damit ich keine anderen Leute mit drauf nehme. Und ja. Ja, der Stefan hat das letzte Mal die wunderschöne Erfahrung gemacht, dass Kälte, ihr seht es jetzt irgendwo im Video, doch so ein bisschen Einfluss auf unsere Professionalität. Aber was man nicht vergessen kann, das Bier steht im Vordergrund und nicht der Stefan. Denn wir zwei sind nur die Zen-Meister, die euch den Genuss des Bieres in Sprache, die gar nicht dafür gemacht ist, in solche Tiefen zu gehen, zu übersetzen. Daher probiere ich es sozusagen. Ich gehe jetzt hier rein und ich probiere mit meinem ganzen Körper euch ein Gefühl zu vermitteln, wie kalt das jetzt wirklich gerade ist. Wir sind hier bei 20 Grad. Und gebe euch noch einen wunderschönen Eindruck vom Meer. Und es schäumt, es sprudelt. Also, Efes, Türkei, aus dem Plastikbecher, ist aber Strand und Strand ist gefährlich mit Glas. Daher, wenn man es eine Woche lang getrunken hat und der Andruck bleibt halt nicht besonders prickelnd, es ist einfach ein Bier, was für sowas wie diesen Strand gemacht ist. Du kannst den ersten Tag trinken, ihr werdet nicht betrunken, aber es hat wenig Hopfen und noch viel weniger Maisgeschmack. Es ist ein klares Sommerbier, ähnlich unsere Samba-Folge oder Präsidente, aber für diese Region gemacht. Und das gibt für mich 1,5 Punkte Gnadenpunkt zu halb mit dabei, weil ich möchte hier auch nichts Stärkeres haben. Im Vergleich der Pilzklasse ist es allerdings nicht ausreichend. Und in diesem Sinne grüßt doch mal die Sonne und mich zum Abgang. Rezenz folgt. Ende.
Tja, ist Effe so spritzig wie diese Rutsche? Wir wissen es nicht. Ja, sprutzt halt dieses Bier, Sommerbier, fruchtig, frisch. Ordentliche Kohlensäure, ihr seht es beim Aufsteigen. 2 Punkte. Wieder zurück in der Heimat. Jetzt fehlt nur noch die letzte Kategorie. Das wäre der Abgang. Was sieht mehr aus wie Abgang als das? Mahlzeit. Ich bin da noch oder Stopp. Rutsch mal hier weg. Da machen wir ein kleines bisschen rüber. Und wie gesagt, um dieses wunderschöne Bier, die ich euch in verschiedensten Orten, Szenen, Kategorien, Tagen und Uhrzeiten präsentiert habe, habe ich mir gedacht, hole ich mal noch eine zweite Meinung mit dazu, weil irgendwann mal ist das wie, ich bin eben nicht Superman, der immer gegen dünnes Bier allergisch ist. Irgendwann mal wird auch mein Körper dagegen immun und ich brauche meine Neutralitätszunge. Es geht jetzt nur noch um den Abgang, die restlichen Kategorien haben wir ja schon besprochen. In diesem Sinne, was sagen wir? Und tatsächlich, es geht in meinen Augen. Ich sag mal jeden Tag bestimmt. Also ich, so in das Bier kam an und ich dachte mir, ist das Wasser? Also es ist dünne, wirklich dünne. Der Abgang ist überraschend lang. Ja. Ich finde ja. Ganz hinten nochmal ein bisschen bitter raus. Bei AI, gut, würde ich wahrscheinlich auch jeden Tag saufen. Aber ansonsten, aber auch nur, wenn es draußen warm ist. Ja? Also im Winter kann ich das doch nicht trinken. Ich habe es mit der Klasse Pilz verglichen, habe auch gesagt, das ist ein klassisches Strandbier. Und Stefan kennt noch nicht die Aufnahmen, die ihr jetzt alle schon gesehen habt. Und daher machen wir noch. Machen wir rein. Ja, also ein leichtes Strandbier auf jeden Fall. Ja. Immer gleich 3-4 von den Dosen hinstellen und kalt. Dann geht das, weil wie lange läuft es? Ist nur eine Minute, das Ding ist schon fast alle. Genau. Und wie gesagt, mehr als dieses Gesicht kann ein Ende eines Urlaubs nicht ausdrücken. In diesem Sinne, keine Rede. Aber. Die Fische haben's im Feuer erzählt. Da gibt's ein Land, in dem die Liebe regiert. Komm mit mir nach Papaya. Dort, wo am Horizont die Sterne scheinen, möchte ich mit dir für immer allein sein. Folge mir nach Papaya. Oh. Papaya, Papaya, Coconut, Banana. Papaya, Papaya, Coconut, Banana. Papaya, Papaya, Coconut, Banana.